So, willkommen zurück zu Teil 3. Ja, heute wollten wir ja ein Haus bauen. Jetzt wollte ich euch das mal zeigen, wie man da so anfängt, ein Haus zu bauen. Ich habe hier noch genug Platz. Dank dem Altar wird mir auch gezeigt, wo ich noch bauen kann. Aktuell habe ich halt nur diesen Bereich. Kann man auch später erweitern. So, fangen wir mal an. Wieder Tabulator-Taste drücken. Dann kommen wir in das Baumenü. Dafür brauchen wir auch den Hammer. So, jetzt fangen wir dann erstmal an mit den Fundamenten. Wir klicken uns mal hier einmal durch. So, mit diesem. So, sollen wir mal ein großes Fundament direkt machen? Ja, würde ich sagen. Machen wir direkt mal ein großes Fundament. Das habe ich selber noch nie gemacht. Man kann auch kleine nehmen. So. So, das wäre ein kleines, aber diesmal fangen wir mal mit einem großen an. Mit STRG und Scrollrad kannst du das, ja, das Material, was du verwenden möchtest, auswählen. Ich glaube, wir setzen das auch mal höher, das Haus. So, nehmen wir Holz oder Stein? Ich mag Holzboden lieber. Zack. So, so sieht es dann aus. Machen wir das mal. Ja, so, das reicht ja. Zwei, also das sind dann insgesamt 8 breit. Ich denke, das bedeutet, weil 4 mal 4. 4 Meter, das ist eigentlich. Ja, ich weiß noch nicht, für was das 4M steht. Sagen wir einfach jetzt mal 4 Meter. So, für den Eingang. Ich hoffe, ich habe genug Material. Ach, ups. Für den Eingang. Hier die Pfeiltaste nach oben. Nehmen wir das Fundament. Setzen wir mal mittig. So. Nö, mittig geht es gar nicht. So, machen wir mal eine Treppe. Gucken, ob das so funktioniert. So wie ich mir das vorstelle. Auf R dreht man das Objekt. Jo, ist eine Treppe. Zack. Ja, wunderbar. Dann fangen wir mal an, die Mauern zu setzen. Die mache ich aber aus Stein. STRG und wieder Scrollrad. Gehen wir mal wieder. Nehmen wir direkt mal die große Mauer. Zack. Boah, Lecumia. Die sind aber auch immer hoch. Achso, man kann die, glaube ich, auch tiefer setzen. Jo. Einfach dann weiter nach unten gucken. Dann werden sie tiefer. Ja, ich will die nicht so. Zack. Aber mal mit Fenster eins. Wie sieht das denn aus? Ja, das sieht doof aus. Da muss man höher setzen, wenn man Fenster haben will. Oder gibt es auch so einzelne? Vielleicht, warte mal. Wartet mal so. Ich vielleicht. Nee. Doch, so wahrscheinlich. Nein, auch nicht. Ja, man. Ja, gut, man muss jetzt so hoch setzen. Könnt ja den nehmen. Ja, das ist eine kleine Mauer. Also, Türrahmen steht da sogar. Ach so. Warte mal, kann man den wieder einschicken? Entfernen. Okay. Kriege ich mir Materialien zurück? Habe ich nicht gesehen. Habt ihr das gesehen? Ich weiß es nicht. So. Machen wir mal kleine Mauern. Ist ja auch egal. Hier sieht man auch die Rand. Am Rand, wo das Mauerwerk abgesetzt wird. Ganz cool. Aber so. Zack, jetzt mal der doch höher zu machen. Ich kann mal das später noch irgendwie mal kürzer machen. Ich weiß es nicht, da müssen. So, eingangsbereit machen wir mal komplett aus Stein. Gibt es hier noch den. Dann führt das jetzt für die Ecken. Eine Säule, aber die möchte ich gerne aus Holz haben. Guck mal, die sind nur ein hoch. So, zack, zack. Komisch, ne? Dass hier nur ein hoch ist. Komisch, komisch, komisch. Für die Tür. Zack. So. Jetzt machen wir mal schnell die Mauer noch fertig. Die will ich jetzt aus Holz haben, nur den Eingangsbereich. So, zack. Hinten werde ich wohl noch Fenster machen, aber auch aus Holz. Haben wir schön ein enges Zuhause hier. Eieiei, dann machen wir noch ein bisschen breiter und wieder ein Fundament. Zack. Zack, zack, zack. Das haben wir doch zu eng. Kriegen wir noch Platzangst. So, zack. Drehen wir nochmal. Zack. Jetzt kommen wir zum Dach. Das ist ein extra Menü fürs Dach. Größeres Dach. Aber ich will. Die gibt es dann auch so. Größere.
Das geht aber nicht auf, dafür ist das zu klein. Wir nehmen mal das. So. Ach, das sieht doch. Das wird doch gleich bestimmt super aussehen. So. So. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, das ist wie bei den anderen Survival-Spielen, wo man sowas baut. Age of Wooden ist auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, da können wir einfach so eins drauf sitzen im Eingangsbereich. So, so. Oh. Oh. Hab ich da zwei hingesetzt? Ne, eins hat der andere ersetzt. Okay. So, dann können wir das drehen. Das schräg. Zack, zack. Ja. Und man muss auch ein Dach bauen, wenn man nämlich hier, da komme ich dann im anderen Video zu, wenn man hier Leute, also NPCs rettet im Spiel, dann helfen die einem im Spiel. Zum Beispiel der Schmied hier, den ich habe, da komme ich aber nochmal dann irgendwann zu. Dafür braucht man ein Dach, weil die das sicher haben müssen. So, jetzt machen wir Fenster. Fenster, Fenster, Fenster. Fenster. Ach, Fenster war wieder ein anderes Baumenü. Müssen wir wieder I drücken. Dann auf Handwerk. Dann ganz nach unten scrollen. Ne, da müssen wir zur Werkbank. Ja, die können wir ja mal eben craften zusammen. Werkbank. Garn. Zack. So, Werkbank herstellen. Jetzt haben wir die Werkbank. Die stellen wir dann. Drehen. Stellen wir die hier hin. Schön am Fenster. Zack. Herstellen, dann brauchen wir jetzt Türen. Welche haben wir? Oben haben wir dann Auswahl. Breite Tür, schmale Tür und die Holzoptik. Nehmen wir aber Metallschopf, brauche ich sogar dafür nicht. Ah, ja, 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 aber gut, eine Tür reicht ja. So, immer mit Leertaste bestätigen. Fenster brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, sieben Fenster. Gucken, ob wir noch genug Material dafür haben. Fenster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, zack. Gucken wir mal, ob wir da. So, ja, das geht. Da muss man auch dann ein bisschen testen. Muss man halt so hingucken. Dann setzt er das da irgendwie ein. Die müssen alle gleich aussehen. Jetzt gucken wir mal, wie das so aussieht. Von außen. Ja, das gefällt mir nicht. Ach, kann man aufheben. Gut, so was kannst du aufheben. Mauern nicht. Ich glaube, da muss ich von innen machen. Das funktioniert nicht. So, zack. Auf R wieder drehen. Zack. Ach, man sieht es sogar, weil die Mauern auch so dick sind, wie man das mit. Aha. Das sieht man halt auch mittig. Ach, die Tür. Die passt hier gar nicht rein. Muss er doch hier rein. Hä? Was ist da für ein Steineingang? Eieiei. Oh, setzen wir einfach mal hier hin. Zuck. Wie das ausschaut. Wie schaut's aus? Was geht? Es geht. Immer. Für die erste Hütte. Geht schon. So, ein Fenster brauchen wir noch. Schauen wir mal eins her. Fenster. Was haben wir denn dann für Türen noch, wenn das da nicht reinpasst? Dann müssen wir gleich mal einmal kurz ins Craft-Menü. So, zack. Auf 1, Tab. Gehen wir nochmal gucken. Türrahmen. Warte mal, wenn ich den Stein zu Stein wechsle. Warum ist denn das hier überhaupt so rund geworden? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ba, 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 da, ba. Ich denke mal einfach, ist es rund geworden. Sieht optisch jetzt rund aus, weil das Stein auch so dick ist einfach. So, hässlich sieht es ja nicht aus. Zack. So, so. Ja, müssen wir mit zufrieden sein. Sollen wir ein Bett reinstellen? Ich glaube, wir haben kein Material für ein Bett bei. Gucken wir mal. Das kann ich mit dem Bett so ohne Werkbank herstellen kann, kann man auch nicht. Dann gucken wir nochmal auf die Werkbank. So, ich brauche ein Bett. Betten. Zack. Ne, kann ich natürlich nicht. So wird ein Bett hergestellt. Müssen wir beim nächsten Mal nachholen.
Jetzt habt ihr gesehen, wie man ein Haus baut. Ich hoffe, ich habe das alles gut erklärt. Es ist ganz schick geworden. Das war mein erstes Haus. Das sieht sogar noch besser aus als das zweite. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Einen Daumen hoch. Schreibt gerne mal Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Das würde mich sehr interessieren. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.